Ausflug zum Training zum Trainingsplatz. Ausflug zum Trainingsplatz, Training. Hintene. Hintene. Das hast du sehr gut gemacht, Anouk. Das ist eine sehr große Hilfe. Das da ist die Kita Sonnenschein. Parkplatz. Wer möchte probieren? Ich. Okay. Es sieht offen aus. Nö, das weißt du gar nicht. Katastrophe. Man kann echt nirgendwo, es gibt ja so Tennisplätze und Fußballplätze, gibt es ja so Bolzplätze. Überall. Aber es gibt keine Laufbahn. Ist die auch neben einer Schule? Ja, die Schulding ist heute geschlossen, auf alle Fälle. Das ist klar. Das ist Fakt. Das ist wahrscheinlich heute auch geschlossen hier wegen Schule und so. Da gibt es ja in Frieshagen gibt's nur zwei, die ich weiß. Die eine ist im Wald. Die müsste eigentlich immer offen sein. Das ist wirklich, und die andere ist, wo ich wirklich denke, am S-Block in Friedrichshagen. Wollen wir zum S-Block erstmal hin? Ich verstehe ja nicht. Ja, dass es so schwierig ist, einen Sportplatz hier zu finden für euch, also das ist wirklich traurig, würde ich sagen. Das ist so gemütlich so. Ja, auf alle Fälle sind wir jetzt in Köpenick, im Allendeviertel ganz genau, weil da noch ein Sportplatz ist, den ich von früher kenne, der war eigentlich immer offen, auch am Wochenende. Und jetzt gucken wir mal, ob wir heute Glück haben. Mann, ey, wenn ich fahre weiter. Dann kann ich nur noch ihn und das war's dann. Oh, ich krieg die Krise. Wieso ist denn das zu? Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt machen wir noch dabei. Ich bin ganz schön sauer geworden. Ey, Mann. Ich fährst durch halb Berlin hier, um einen Sportplatz zu finden. Frechheit ist das. Oh, ist das ehrlich. Ich schwöre dir, ich fahre nach Brandenburg und der erste Sportplatz, der da ist, das ist ja alle Dorf, ein Sportplatz. Aber der ist auch auf. Da kannst du auf. Da ist nicht ein Zaun drum. So hoch, riesenhoch, damit keiner da rüber krabbeln kann. Wie kann das nicht sein, dass die 21 sind wie Hochsicherheitslager, die Sportplätze? Das kann es doch nicht sein. Dass man am Fußballplatz den Zaun hochzieht, ist ja in Ordnung. Aber dass man vorne diesen. Das sind ja Riesensportanlagen. Guck mal, was für eine Riesensportanlage das ist. Die haben sie ja nahe neu gebaut. Die hat sogar zwei Tennisplätze drauf und alles. Ja? Eingezäunt wie Fort Knox, alles. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ja, Fußball, Rabauken und so. Ja, nee. Geht ja nicht um Fußball auch. Fußballplätze gibt es überall. Auf jeden Spielplatz können sie um Fußballplatz. Haben sie mittlerweile um Fußballplatz. War ja früher nicht Standard. Hattest du ja nicht. Da hattest du Spielplätze, waren Spielplätze. Und da gab es keinen Fußballplatz. Gab es einfach nicht. War halt so.
War halt zu laut in manchen Blocks, wenn du in einem Fußballplatz in der Mitte drin bolzt. Und die ganzen Fensterscheiben und alles war ja nicht gegeben. Da brauchst du wiederum die Abzäunung. Und dafür sind dann so eine Fußballplätze auch mal gut. Ärgerlich ist es einfach, weil wenn du denn schon mal sowas machen möchtest, müssen Sportplätze her für die Jugend. Aber viele und öffentlich zugänglich. Ja, da sind sie ja schon. Zu jeder Zeit. Ja, genau. Ja. Offen. Ja. Und das kann so einfach sein. Warum funktioniert denn so eine einfache Sache nicht in diesem System hier? Mann. Regt mich auf. So, wenn jetzt hier was ist mit dem Platz, dann... Ich fürchte schon, den haben sie weggenommen. Das wird ja. Wir sind ja immer in die Laufen von der Schule hier. Sind wir denn hier rüber? Das war unser persönlicher Sportplatz. Moin! Nur aber raus mit euch! Die Sonne lacht! Juhu! Na da, über den Wolken. frei. Kinder mit Bewegungsdrang. Wir müssen einfach raus. Wie bitte? Ach so, nee. Was ich will mehr spielen. Ja, ist auch kein Spielen, jetzt ist Sport. Und rüber. Mal gucken. Rüber. Was wird leiser, fährt nicht mehr, wa? Na. Welchen Weg geht das gerade aus? Hier rum. Okay, um die Ecke. Den Boden. Halt. Ich glaube, ich sehe es schon. Dieses grüne Ding da vorne. Jupp. Ist aber ein kleiner Weg. Halt. Ich sehe es schon. Halt. Und jetzt hier durch. Hier rein. Meine letzte Hoffnung beruht auf meinen Erinnerungen von früher. Friedenszeiten quasi. Wie, hier ist nicht offen, ey. Das ist doch ein Tor so alt, das kann man gar nicht abschließen. Ja! Mann, nee, ey! Kann doch nicht sein, ey. Aber wenigstens haben sie hier den Stacheldraht nicht mehr drin, wie früher. Aber war dran. Aber war mal, ja, das ist ein DDR-Zaun noch. Aber war mal Stacheldraht. Ja, du bist kein Sportplatz mehr offen. Wir gucken jetzt, wir gehen jetzt einmal hier rum. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Tor. Vielleicht haben sie ja da vergessen abzuschließen. Also los. Ja, was sollen wir machen? Ich meine... Dann sind sie wenigstens ihre Runde gelaufen. Hier geht's immer am Zaun lang. Und nur bis zu dem nächsten Tor da hinten. Los, wir kommen hinterher. Aber dann verbrauchen wir doch unsere ganze Energie. Bitte noch ein Schlüssel da. Komisches Schlüssel da. Ja, Schlüsseltresore sind das. Das Einzige, wir haben nur noch hier einen Schlüssel. Ja, Fakt ist, auch dieser Sportplatz hier ging so schnell in Erinnerung. Also hier, der Weg geht hier lang. Hier habt ihr gesehen, ja? Hier außen rum habt ihr gesehen. Hier. Junge hat gesagt. Stinkt, ne? Ja. Ja, irgendwie stinkt. Verwesung. Hat jemand Kacke gemacht? Ja, irgendjemand ist gestorben hier. So. Ja, Anouk, genau. Du! Anouk muss einen Brief schreiben, eigentlich. Regulär müsste die schreiben. Das kann doch nicht sein. Das fährst du durch ganz Berlin durch. Für einen Sportplatz. Das war früher unser Rodelberg. Kannst du machen. Ihr geht dann hier runter? Hier? Da runter?
Da an der Seite lang. Da hinten lang. Nicht weit weg vom Zaun. Ihr orientiert euch schon am Zaun. Wir treffen uns aber wieder hier oben. Ja? Ja. Papa, ich glaub, du hast wieder meine Jacke an. So, ich zieh sie aus. Na, das müsst ihr wissen jetzt. Ich zieh sie jetzt aus. Brauche ich mein iPad? Also, wir treffen uns doch hier oben. Das ist am besser, weil wir können sie noch gut sehen überall. Genau, wir bleiben hier, wir warten auf euch. Brauchst du jetzt nicht. Yes! Skadi bleibt hier. Wir warten mal, wir gucken mal, wie schnell deine Schwestern sind. Ja, ich zähle nur ein Platz. Also, Hindernislauf, das ist ein Crosslauf. Das heißt, Crosslauf, weil er quer durchs Gelände führt. Weil es mal hoch, runter geht und so. Denkt dran, lauft bitte den Weg lang um den Zaun rum. Und dann wieder hier hoch. Ja? Dort um die Ecke, also. Genau, jetzt hier so quer runter. Okay. Also, auf die Plätze. Aber es ist kein Fett. Nein. Fertig. Los. Und immer schön zusammenbleiben. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wer einzeln zurückkommt. Es ist ein Trauerspiel für Berlin. Auch runterrennen kannst du machen. Runterrennen kannst du auch, fall nicht hin. Wieder hoch. Ja. Okay, dann los, dann lauf mal runter. Ja, das ist eine Eigendynamik. Ja, die muss man erstmal mitberechnen. Das war unser Crosslauf, mussten wir 2 Runden laufen. Von dem 2 Runden waren 1 Kilometer. Bravo! Jetzt noch der Anstieg! Das schafft ihr! 1, 2, 1, 2. Ziellinie! Yay! Na komm, 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 komm! Jetzt. Tada! Noch eine Runde, nein, ich war noch nicht. Soll ich mit ihr zusammen? Ja, aber dann musst du sehr langsam. Ne? Wir laufen mit. Okay, ja, schade, wie gesagt, auf einer Bahn wäre das besser gewesen. Wieso nicht? Ja, eben. Auf alle Fälle gab es hier eine Rollschuhbahn. What? Immer ein Skater. Hier ging es zur Rollschuhbahn. Was? Ich will wieder ansehen. Man sieht nichts mehr, wie ich sehe. Das hier, liebe Kinder, war einmal die Rollschuhbahn. Was? Aber die ist doch schon ganz kaputt. Das war auch früher. Hier war keine Erde, hier waren. Hier Steine? War eine Fläche, eine plane Fläche. Und jetzt ist keine Fläche mehr da. Warum? Nein, Spielberg könnte es hier immer noch machen. Hier haben sich ganz viele Dinge verändert. Ein Maulwurf, oder? Das sind Wildschweine gewesen. Naja, so ist das hier. Nichts mehr da von alledem. Naja, dann ab nach Hause, wa? Oder was essen?